Hallihallo, willkommen zurück bei Indiana Jones. Wir sind im vierten Kapitel angekommen und das starten wir auch direkt. Natürlich mit der Story. So blaue Augen und so blonde Augenbrauen. Genial. So, da sind wir unten im Brunnen angekommen, im Brunnen der Seelen. Irgendwo hier befindet sich eventuell, wenn wir Glück haben, die Bundeslade. Also wollen wir doch mal schauen. Oh. Ja, manche Charaktere haben Angst. Zum Beispiel vor Schlangen, wie hier unser Indie. Ich trau mich nicht. Das heißt, immer wenn wir mit Indie etwas zu nah an die Schlangen kommen, kriegt das mit der Angst zu tun. Ja, okay. Das heißt, er ist jetzt hier vielleicht die größere Hilfe gerade mal. Jetzt haben wir jetzt tatsächlich auch mal ein Buch dabei. Das brauchten wir ja... In den anderen Level hätten wir das ja gut gebrauchen können, um so ein paar Secrets noch zu entdecken. Das fehlte uns jetzt da. Hier haben wir jetzt so ein Ding dabei. Ja, wird nicht schaden können, denk ich mal. So. Ja, ich muss noch genau gucken, was ich hier alles machen kann. Ist das hier so ein Ding, wo ich mit der Peitsche was machen kann? Nein. Da fehlt, glaube ich, noch irgendwas. Ansonsten, ja, die Dinger kann ich auch kaputt machen. Ja, ja, hahaha, da hast du wieder Angst, ne? So. Hier kann ich aber die Peitsche benutzen, um die Brücke rüber zu ziehen. Aber du kommst nicht drüber, du hast dafür zu viel Angst. Oh, jetzt habe ich dich da stehen lassen. Ja, dann. Ist das jetzt halt mal so. So. Hier kann ich noch Dinge verschieben. Ah. Aha. Das sieht doch aus wie ein Lagerfeuer. Wenn ich jetzt... Ja, perfekt. Hier die Fackel kriege, dann... Aha. Das verscheucht scheinbar die Viecher. Aber was war denn jetzt hiermit noch? Wieder irgendwas, was ich nicht machen kann? Oder... Ach, guck mal, hier ein neues Buch. Und wie kommt man da hinten dran an das... Wie kommt man da hinten an die Truhe? Hm. Da ist noch ein Haken, um den dran festzuhalten. Komm mal her. So. Ah, Turban festgehalten, sehr gut. Was ist denn mit dir, wenn du hier... Kannst du hier runter? Dann stirbt man bestimmt, oder? Ja. Okay, Schlangen sind nicht deine Freunde in diesem Spiel. So. Dann jetzt aber mal hier auf die Schalter stellen. Und dann geht es weiter. Ignorieren wir das Ding da hinten halt mal. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade, dass ich nicht genau weiß, ob ich jetzt einfach nur zu blöd war und einfach ein bisschen besser hätte gucken sollen. Oder ob ich es einfach nicht machen kann mit den Charakteren und mit den Möglichkeiten, die ich bisher in diesem Spiel habe. Ach, nee. Da wollte ich der Schlange einen überbraten, aber nicht mit Dr. Jones.
Na gut, dann steuert er jetzt hier mal ein bisschen durch die Gegend. Wie funktioniert das? So nicht. Aua! Lass das. Immerhin sind hier unten nicht ganz so viele Nazis. Das ist schon mal ganz angenehm. Was ist hier? Hier muss ich irgendwas draufstellen. Vermutlich wieder ein Pferd oder so. Ja. Weiterhin Sachen kaputt machen. Geht bloß nicht da hinten auf den Schalter. Und noch schon wieder ein Buch. Aber das habe ich schon. Und an der Stelle brauchen wir das dann jetzt auch mal. Erstmal noch die Tausendermünzen hier ins den Flammen schnappen. So. So, und dann übersetzt doch mal, Kollege. Ach so. Ich muss mir hier was merken. Ah. Gut, dass das nicht so kompliziert war. Ich habe nämlich eigentlich nicht so richtig darauf geachtet jetzt. Ja, da geht's weiter, aber vorher natürlich. Wie könnte es anders sein? Aua. Ey. nicht Indie. Lass Indie in Ruhe. Der kann da nichts für. Ja, hier kann ich nichts tun. Damit wüsste ich jetzt auch nicht. Na gut. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Und wir schauen mal, wo wir landen. Ah, an den Raum erinnere ich mich. Und zwar deshalb, weil ich hier ewig gebraucht habe. Weil ich mich da ein bisschen ungeschickt bei angestellt habe. So. Ich weiß aber trotzdem nicht mehr ganz genau, was ich hier machen musste. Aber wir gucken mal, wir kriegen das raus. Wir kriegen das raus. Erstmal drehe ich hier das Ding auf. Okay, diese Wand aus Legosteinen sieht so aus. Ja. Hurra! Und wir haben einen Teil von einem Artefakt gefunden. Sehr gut. Haben wir lange nicht. Das letzte Level war ja, was das anging, etwas enttäuschend. So, du kommst mal da dran. Kann ich dich gleich auch bewegen. So, hier ist noch ein... Wow! Na gut. Ja, hier so ein paar kleine Spinnchen. Die tun ja kaum weh. Komm her. Ach nein, doch nicht. Hallo? Och Mann. So, Indy, jetzt mach doch mal Platz. Mensch. So. Kannst du doch nicht machen. So. Scheint nicht so richtig ein guter Freund zu sein, ne? Achte mal ein bisschen mehr auf den Herrn Doktor. Aua. So. Hier haben wir noch was zum Basteln. Einen Kopf. Wo fehlt hier ein Kopf? Kann ich hier... Nee, so komme ich hier nicht hoch. Komme ich hier an den Seiten vielleicht hoch? Oder fehlt... Ach so. Reicht das schon, wenn ich das da drauf stelle? Ja, das reicht. Sehr gut. Und schon kommen wir hier wieder hoch. Wir sind da unten noch nicht fertig, Leute. Das weiß ich leider noch. Aber trotzdem gucke ich jetzt erstmal hier oben. Zum Beispiel, was das hier für ein Teil ist und wofür man das vielleicht braucht. Das kann ich hier reinstellen, okay. Ah ja. Guck mal, das hier sind nämlich Fahrstühle. Und dann kann ich hier... Ah, nein. Fahr mich bitte nochmal hoch. Ich will die Münze haben. Danke. Jetzt gleich nochmal auf der anderen Seite. Da können wir hier nämlich... Hey. War das einfach nur... Ah, hops. Ja, geschafft. Hui. Da oben können wir nämlich dann die Augen einsetzen. Allerdings, wie ihr seht, fehlt uns noch ein Auge. Und das liegt hier relativ gut versteckt. Da oben. Und dafür müssen wir jetzt hier noch ein bisschen rumhopsen.
Und dafür nehme ich jetzt mal Indy. Indy geht jetzt mal hier drauf, bitte. Und er unten darf jetzt, weil er uns vorhin so... Aua. Ja. Genau sowas ist mir auch immer passiert. So, wie gesagt, du kannst bitte hier hingehen und dann kannst du bitte hier rüber hüpfen. Das geht auch so, dankeschön. So, dann können wir hier dran ziehen. Und das hier richtig herziehen, so. Und jetzt kannst du hier nämlich schön mit der Peitsche einmal rüber. So. Ja, doch, geht besser als bei meinem ersten Versuch hier heute. Andererseits... Ach so. Ah. Ups und... Juhu! Ist ja nicht zu glauben, Leute. Fast auf Anhieb. Hahaha. Seht mich an, ich bin der Lego-Meister. Hahaha. So. Also dann jetzt hier Treppe hoch und nochmal den Aufzug nehmen. Vielleicht sind wir ein bisschen schneller, wenn wir hüpfen. Ich glaube aber nicht. So. Einsetzen. Und die Tür öffnet sich. Oh, und es kommen ein paar Spinnen heraus. Die sind aber kein Problem. Die kriegen wir hin. So. Mann, ihr beide seid euch heute aber nicht so sonderlich grün, ne? Hört mal auf, euch gegenseitig zu hauen. Ja? Dankeschön. So, weiter geht's. Nächster Raum. Mal sehen, was es hier so für uns zu tun gibt. Da sehe ich schon mal, da können wir was ausbuddeln. So, Indy steht im Bild. Ich kann gar nicht sehen, was er da gerade macht. Eine goldene Kugel. Und da liegt noch eine goldene Kugel. Wo müssen die denn hin? Ah, da in diese Aussparungen. So, Moment mal. Dann kommt die jetzt... Na, komm schon. Nicht so langsam. Hier rein. Wofür brauchen wir das? Wofür brauchen... Da. Da, wo es blinkt. Immer da, wo es blinkt. So, jetzt ist das hoffentlich ein Fahrstuhl. Hops, 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 jops, jops. Und einsetzen, dankeschön. Ah, guck mal, da oben ist ja schon die Bundeslade. Hm, also brauchen wir hier noch eins. Aber hier gibt es noch Zeugs zum kaputt machen, das machen wir nebenbei natürlich auch noch. So, und oben die Anzeige ist auch schon fast voll, das heißt, wir brauchen noch nicht mehr viel und wir sind schon wieder wahre Abenteurer. Ah, ich habe noch ein Buch dabei. Sehr gut. Dann brauche ich das andere gar nicht ausbuddeln. So, so, so und so. Aha. Und wir kriegen eine Kletterhilfe spendiert. Das ist nett. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier kommen wir her. Das Buch können wir da verboten liegen lassen für zukünftige Generationen von... Forschern. Ach, da. Ach so. Ah, okay, okay. Da ist die dritte Kugel und die werden wir jetzt natürlich auch einsetzen. Na komm. Nicht so langsam. Los. Zack. Ah. Da ist sie. Ist sie nicht schön? Na bitte. Geht doch. Oh. Oh. Ja, fast gefangen. Hm. Hm.
Na gut. Dann machen wir jetzt mal weiter.